die Mädchen nackt sind, sind die Leute still. Keiner kann sich regen, weil auch keiner will. Wenn die Mädchen nackt sind, fällt das Leben schwer. Gut und Böse gibt es dann bestimmt nicht mehr. Wenn die Leute still sind, sind die Mädchen nackt. Jede mit den Haaren säuberlich verpackt. Wenn die Mädchen nackt sind, freut sich jeder Mann, weil er sie dann ganz genau betrachten kann. Augen kriegen Stiele, Gürtel werden knapp, Haare stehen zu Berge, Ohren springen ab. Zehen sind gekräuselt, Hände sind verschwitzt. Wenn die Mädchen nackt sind, ist die Welt gespitzt. Manche Leute werden probeweise blind, andere schlagen Haken wie ein Labyrinth. Greise husten Honig, einer niest Alaun. Und der Herr Minister färbt sich dunkelbraun. Wenn die Mädchen nackt sind, nicht mehr so abstrakt sind, biegsam und kompakt sind, überall intakt sind, bildet sich Champagnerdunst, gefolgt von einem Trommelwirbel, der umkreist die Mädchen auf dem Rundgang durch den Saal. Eine hat zwei Beine, eine einen Fleck, eine einen Flaschenzug am Zwischendeck. Eine ist gestriegelt, eine ist gekämmt, eine hat Salami in den Arsch geklemmt. Eine hat vier Brüste, eine Zyste, eine kann nur hüpfen, weil sie grad so dringend müsste. Eine liest die Bibel, eine stinkt nach Zwiebel, eine kann nicht denken, denn beim Denken wird ihr übel. Eine ist geladen, eine braucht noch Waden, eine kann nicht schaden, eine will nicht baden. Seht die nackten Mädchen auf dem langen Marsch, hört die Männer flüstern, Himmelzwirn und Arsch. Und die nackten Mädchen gehen wie ein Paket schließlich auf die Türe zu, wo Ausgang steht. Eine nach der anderen räumt das feuchte Feld, sickert durch die Türe raus aus dieser Welt. Und die Leute schweigen, keiner, der was spricht, nichts als dumme Vorurteile im Gesicht. Was sie sich erwartet haben, weiß man nicht.